grab your popcorn and hold tight to your loved ones. Here comes the host with the most, the man of the hour, fresh from the shower, Chuck Newberg. Thank you, Ronnie. I am feeling fresh today, that's for sure, but not nearly as fresh as the air at the top of those. Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem weiteren Projekt meinerseits und zwar zu Radical Heights. Das Spiel ist sowas wie Fortnite, PUBG oder sowas. Es ist auch ein Battle Royale Spiel, aber ich habe keine Ahnung oder gesagt, ich habe nicht viel Ahnung von dem Spiel. Ich habe gehört, das soll ziemlich gut sein. Es ist in der Alpha noch. Seht ihr auch hier unten rechts. Deswegen denke ich mal, dass das noch nicht ganz fertig ist. Es ist auch noch im Early Access sogar in dem, ja, es ist kostenlos spielbar. Early Access im Steam kann man das holen. Radical Heights heißt das, Solo, let's go, wir queuen jetzt mal eine Runde. Das ist halt ein Battle Royale Spiel und ich bin gespannt, wie das so ist. Werden wir ja sehen, ne? Aber ich werde es auf jeden Fall als Projekt machen, ich habe viel Gutes gehört, also denke ich, dass ich da schon Lust drauf habe, das öfters jetzt ein bisschen zu spielen. Fortnite wird auf jeden Fall noch parallel dazu laufen, auf jeden Fall werde ich das, wenn ich da auch mal die Lust dazu habe, immer Fortnite zu machen. Das mache ich ja nie alleine. Radical Heights werde ich dann wahrscheinlich auch nicht alleine machen, ist ja eh kostenlos. Werde ich dann erstmal meinen Freunden empfehlen, wenn es jetzt hier gut ankommt. Nee, sonst ist das jetzt auch vorbei und ich lade das als Let's Show nur hoch. Also wie gesagt, wenn das jetzt wirklich einen schlechten Eindruck bei mir jetzt hinterlässt, dann ist das nur ein Let's Show und das war's. So, Select jetzt hier, warum auch immer. Ich habe, okay, jetzt geht's. Ich glaube, ich muss die Sensitivity ein bisschen höher stellen. Genau, wir können auch hier, Alter, ist ja nice. Wir können hier ein Fahrrad fahren. Oh, ist eigentlich ganz cool. Es gibt ja noch einige Spiele, die auch so Battle Royale Prinzip haben, die eigentlich auch relativ gut waren. Ich hab zumindest eins schon mal gespielt, und zwar The Culling oder so hieß das. Ich weiß gar nicht mehr, was daraus geworden ist. Ich lese nur noch, dass die Server halt leer sind, deswegen konnte ich es auch nie machen. Ich habe das Spiel auch gar nicht. Ich habe mal so ein Testwochenende gehabt oder so, und dann habe ich das mal gezockt. Das Ding ist halt, ja, wenn die Server eh weg sind und man das eh nicht mehr richtig spielen kann, dann lohnt es sich auch gar nicht zu holen. Das kostet Geld, glaube ich, das Culling. Also The Culling heißt das. C-U-L-L-I-N. I-N-G. Ja. Hello, audience. Are you ready for another exciting round? Wo bin ich denn hier? What the fuck? Number one game show? Wie schlage ich denn hier? Zack, Alter. Komm her, du Wichser, ey. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Ach so. Danger, get to a safe zone. Wieso haben wir überhaupt keinen Fallschirm? Okay, wir brauchen keinen Fallschirm. Wir sind Big Boss. Ne, wir sind auf jeden Fall hart drauf hier. Und ich habe keine Ahnung, wo man hier Loot bekommt. Ah, hier ist auf jeden Fall so ein Geschenk. Hallo? Open Ammo Box. Ach, hier ist einfach nur Ammo. Hallo, warum laggt das? Hello? 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 Why are you lagging? Ah, okay, hier kannst du mit Geld was kaufen. Ich habe aber kein Geld. Wir sind arm as fuck. Also das Spiel ist halt einfach so, eigentlich so ein Mix von wieder ein paar Battle Royale Spielen auf jeden Fall. Das, aber es ist auch wieder was Eigenes, ne? Es ist was Eigenes so. Deswegen fand ich es ja doch ganz cool, das dann zu zeigen. Weil das nicht so einfach nur eine Kopie ist. Und hier kriegt man Cash. Okay, wir können diese Automaten kaputt machen und dann kriegt man Cash. Wir haben jetzt schon 391, als ob wir so viel haben. Wir haben jetzt auch hier so ein T-Shirt. Ich habe nicht mal eine Waffe, Alter. Ich will eine Waffe jetzt hier haben, bitte. Ja, da ist einer. Fuck, wir sind am Arsch. Der hat uns nicht gesehen, oder was? Was ist ein Vollhorst? Die Steuerung ist aber echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe eine Waffe. Awesome. Aber kann man nicht zu seinen Fäusten rüber wechseln, oder kann man das? Ich will den jetzt töten, den Typen. Wo ist der? Ich höre doch jemanden da schießen. AK! Warum nicht? Wie kann man denn die anderen Slots freischalten?
Er stirbt jetzt auch mal. How about that? You're definitely not leaving empty-handed. Here's what you've won. Hä? Hab ich den nicht umgebracht? War doch die ganze Zeit drauf. Check ich nicht. Und ich denke mal, das war auch jetzt mein erstes Game. Ich habe absolut keine Ahnung von dem Spiel. Ich weiß halt nicht, wie viel Damage so eine AK macht. Wir müssen erst mal gucken, was überhaupt die beste ist. Eigentlich müsste die AK doch richtig bumsen, oder nicht? Pay with in-game cash. Ja, das weiß ich selber, dass wir in-game purchase any item. Ah, es gibt hier auch noch so Gems oder sowas. So, wieder ein bisschen Bike fahren. Yeah, yeah, yeah. Immer awesome. Yeah. Aber das Spiel macht irgendwie trotzdem Spaß. Auch wenn ich jetzt verloren habe, es hat irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist noch in der Alpha. Spielt sich auch ein bisschen unfertig noch. Aber das war jetzt auch zu erwarten, weil es ist in der Alpha. In der Alpha, also wer nicht weiß, was eine Alpha ist. Alpha ist sogar vor einer Beta. Und eine Beta ist, ja, ihr wisst schon was. Beta ist ein unfertiges Spiel. Also, ja. Das ist quasi die zweite Testversion von dem Spiel. Und ein Beta kann ja nur als Vollprodukt dann rauskommen, wenn es genügend getestet worden ist und man eigentlich so gut wie alle Bugs gefunden hat. Ja. Ja gut, bei Ubisoft machen die es natürlich jetzt ein bisschen anders. Die hauen gleich die Alpha raus, aber so andere Spiele, die... Ja, nee, Spaß. Nichts gegen Ubisoft. Ja. Nee, also wie gesagt, die Beta muss man erstmal testen genug und dann kann man es halt rausbringen. Es gibt auch einfach den Early Access Modus hier in Steam, da kann man auch die Beta schon reintun und die Spieler so gesehen testen lassen und die schreiben... Ja, es gibt halt Leute, die schreiben dann... den Entwicklern, welche Fehler die gefunden haben und so, das ist auf jeden Fall hilfreich für die Entwickler. Nichtsdestotrotz auch Let's Plays sind hilfreich für die Entwickler, ja. Ich denke mal, es gibt auf jeden Fall einige Entwickler, die schauen sich auch so einfach ein paar Let's Plays so an. Oder Let's Shows oder irgendwas, um zu sehen, ja, hat der Bugs bekommen oder sowas. Ja? Denke ich schon, dass sie das machen, weil es ziemlich wichtig ist. Also zumindest ein richtiger Entwickler würde das machen, zumindest wenn er die Möglichkeit dazu weiß. So, wir sind jetzt erstmal richtig hardcore und gehen ohne Fallschirm nach unten. Aber ich glaube, hier hat die Arcade hier auch wieder so ein Spray. Ne? Also, die hat auch so ein Spray-Pattern. Den muss man auch erstmal können. Und jetzt sind wir auch hier schon direkt. Ich hoffe, wir kriegen auch hier einen. Ja, mal einen Rucksack. Aber ich glaube, mit dem Rucksack bekommst du hier auch mehr Slots, oder? Ne, ich habe überhaupt keinen Slot bekommen. Wobei, doch, ich habe einen vierten Slot. Warum habe ich den vierten Slot und nicht den zweiten? Aber ich find's cool, dass es hier wieder so einen Rucksack hier gibt. Ah, ich hab Armor. Also so gesehen Rucksack, damit du halt mehr Sachen tragen kannst. Was haben die hier wieder reingetan? Was ist das jetzt? Board Game. Was bringen mir denn die Board Games? Also das ist auf jeden Fall so ein eher so ein Mix aus es ist wie gesagt Fortnite und PUBG so ein Mix. Aber wieder was eigenes. Da sehe ich schon wieder in so ein Cache-Zeichen. Was ist das jetzt? Du kommst jetzt her, du Arschloch. Ich hab dich doch hier gehört. Wo ist der? Hat doch hier einen gehört oder nicht? Oder bin ich behindert? Da ist auch einer. Fuck. Nice, wir haben unseren ersten Kill, yeah! Kleiner Loser. Fuck, aber hier ist noch irgendwo einer. Ich habe keine Ahnung, von wo geschossen wird. Da ist irgendwo noch einer. Den töte ich, du kleines Tier. Hey, was ist das denn hier? 660 Meter Start hier. Ah, da ist einer. Hallo. Komm, ich hasse Pistole, Alter.
Und es ist auch erstmal gewöhnungsbedürftig, weil die Player-Models hier ein bisschen, ja, komplett anders sind als in jedem anderen Spiel. Nice! Let's go, Boys! Kleiner Huren. Drückt alle aus, Maul. Ja, ja, ja. Ist das eine bessere Waffe? Ich habe keine Ahnung. Hauptsache, wir haben jetzt irgendwas. Wir haben 3 Pistolen. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist noch so ein Rucksack. Vielleicht kriegt man hier noch ein bisschen Platz. Max Weapon Carry. Ach, ich hab. Ich versteh's nicht. Wir haben schon alles auf Maximum. Was ist denn das vierte überhaupt? Ah, Smoke. Okay, wir können nur. Was ist denn besser? Ich glaube, Gold ist das Beste, oder? Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt nur. Wobei, es gibt hier natürlich ein bisschen mehr als nur Pistolen. Wir haben ja schon eine AK gehabt, mit der wir nicht umgehen konnten. Pickup Aug. Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben 1000, Alter, nice. M16 nehme ich dann direkt mit. Ich tue, glaube ich, das hier noch weg. 3900. Sind wir bescheuert oder was? Hä, was? Wo ist der? Ah, der leckt. Haha, der Loser. Nice, wir haben einen Lecker umgebracht. Lecker, lecker, leckerli. Medikit. Nice! Können wir uns heilen? Wie viel Leben haben wir denn überhaupt? Wo sehe ich denn mein Leben? Wo sehe ich denn bitte mein Leben? Ah, hier oben. Also, wir sollten uns schon heilen, oder? Wir haben nur noch die Hälfte. Also, ich mache mich hier nicht mal schlecht, glaube ich. Zumindest, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ja, wobei 3 Kills sind echt nicht schlecht. Kills sind immer gut. Ich habe auch absolut keine Ahnung, wo man eigentlich hier hin sollte. Zumindest, wir sind in der Safe Zone, glaube ich mal. Zumindest haben wir jetzt auch irgendwie gar keine Probleme gehabt. Mit den Safe Zones. Vielleicht kriegt man das sogar hin, hier einfach mal zu überleben. Bis zum Ende. Ja? Das wäre awesome. Das wäre mega awesome. Aber ich könnte mir echt gut vorstellen, dass man das zu zweit spielen kann. Es ist wie gesagt eine Alpha. Wie gesagt, das lässt sich auch noch ein bisschen unfertig spielen. Aber es bockt. Es bockt auf jeden Fall. Und jeder, der jetzt sagt, das ist ein Fortnite-Fake oder PUBG-Fake, ja, es gab auch vor PUBG schon Battle Royals, ja. 1Z1 war ja auch schon vor PUBG, also bitte, Leute. Haltet eure Fresse. Okay, ich glaube, der Timer sagt uns ja an, dass wahrscheinlich jetzt hier irgendwo wieder ein bisschen was rauskommt oder so. Also die Safe Zone wird kleiner, glaube ich. Leute, das. Hä, wo schießt da einer? Wo bist du? Wie ducke ich mich denn mit C? Okay. Wo bist du denn, du kleines Arschgesicht? Schade, dass es hier keine Shotgun gibt. Oder gibt es hier vielleicht auch eine? Das wäre mega awesome. Na, fuck. Hey, der hat eine Shotgun gehabt, glaube ich, ja. Fuck. Fuck. Ich war 23. von 100. Ja. Price Room. Was ist denn der Price Room? Ach, das kann ich jetzt kaufen, oder was? Ja, okay, mit Ingame-Geld kannst du das kaufen wahrscheinlich und... Oder halt mit diesem Zeug hier. Und ich glaube, das kostet... Ja, ihr seht schon selbst. Ja, aber kann sich halt sehen, das für sich selbst entscheiden. Das Spiel ist kostenlos, deswegen... Wer die unterstützen möchte, der kann halt hier, wie gesagt, das kaufen. Ist jeden selbst überlassen, also es ist halt jeden seine Sache. Ich finde es auch gut so, dass man hier auch... Das sind ja nur Skins, so gesehen, also... Ja,
nix pay to win hier. Ja, vielleicht spin to win, aber nicht pay to win. Ja. Finde ich cool so. Jeder, der einen coolen Skin haben will, kann sich das hier holen. Ist jedem selbst überlassen, finde ich auch gut so. Und dann kann man die halt unterstützen. Wie gesagt, das hilft schon auf jeden Fall der Gaming-Industrie, glaube ich. Was ist das überhaupt, das Trampolin? Awesome. Ich will auch ein Fahrrad. Hier ist ein Fahrrad, das nehme ich. Kann ich da drauf? Ja, endlich. Es ist auch mega cool, einfach hier Fahrrad zu fahren. Es macht einfach Spaß, Alter. Es macht irgendwie Bock. Ja. Aber ich hab jetzt noch in-game noch nicht wirklich Fahrrad gefahren. Ich glaube nur einmal und dann sind wir nicht da instant gestorben. Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, und jetzt sehe ich unter unseren unter unserer Heilleiste sieht man ja auch noch drei Dinger. Drei Punkte. Wahrscheinlich der erste ist das Armor. Das zweite ist, ich habe keine Ahnung, extra Leben vielleicht. Das dritte ist Helm. Ja. Wahrscheinlich hilft das alles uns irgendwie. Keine Ahnung wie, aber... Oh. Also ich denke mal, da können wir mehr aushalten und alles. Oder kriegen weniger Damage oder irgendwas. Aber ich habe noch gar keine Shotgun gesehen. Ich will die Shotgun auf jeden Fall mitnehmen. Dann ist easy. Mit M16 so im Nahkampf ist er scheiße. Ja? Then let's get this thing started. Ich find's auch richtig geil, wie die Stimmung machen. So 3, 2, 1. Also ich gehe hier auf jeden Fall... Oh, das sieht aus wie Grove Street. Also gehen wir da lang. Zack, Alter. Ich hoffe, hier ist keiner. Sonst kriegen die auf die Fresse. Was ist das denn überhaupt? Ein Gaming-System. Ich glaube, es war eine... Keine Ahnung, was das war. Yeah. Geil, wir haben auf jeden Fall super... Eine super Runde hier. Wir haben nicht mal eine Waffe. Herzlichen Glückwunsch. Ey, was konnte ich jetzt hier nehmen? Gar nichts. Awesome. Awesome, meine Damen und Herren. Awesome. Aber wir haben hier schon mal ein Bike. Awesome. Aber keine Waffe. Awesome. Und ich kann nicht fahren. Awesome. Ich hoffe, die Safe-Zone, die fickt nicht mich. Hallo. Kann ich jetzt hier meine Waffe bekommen? Ich finde es auch schlecht, wie das... Was ist denn das? Warum habe ich noch keine Waffe? Ja, was will ich denn jetzt hier machen? Ich habe nicht mal eine Waffe. Ja, und das mit dem Bike zu fahren, ist in-game richtig schwierig. Noch. Bandage habe ich, okay. Ja, kann ich jetzt mal eine Waffe bekommen? Ich habe nicht eine einzige Waffe. Ist hier was? Ah, toll, eine Smokebombe. Brauchen wir überhaupt nicht. Kann man Auto fahren hier? Nee. Natürlich nur mit dem Fahrrad. Ist ja easy hier. Alles der 80. Ja. Lang lebe die 80s. Ja. Immer noch keine Waffe. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Warning, get to a safe zone. Ach, bin ich nicht in der safe zone? Ja, wir werfen auf jeden Fall Leute mit der... Wisst schon, was hat mit der Smokebomb. Geil, Waffe. Awesome, endlich. Ich glaube, ich habe hier draußen einen gesehen. War hier draußen einer oder habe ich mir nur einen gebildet? Ich habe doch hier einen gesehen, oder nicht? Oder bin ich behindert? Und hier ist eh keine Safe Zone. Ist das einer oder ist das eine Mülltonne? Ist das eine Mülltonne? Wobei, das ist, glaube ich, eher so ein Post. Dingsbums.
Ey, das ist aber echt ein bisschen richtig schwammig, die Steuerung. Also die ist auf jeden Fall noch ein bisschen schwammig, oder was ist ein bisschen? Die ist auf jeden Fall komplett schwammig. Manchmal geht er einfach mal nach links oder so, obwohl ich das gar nicht mache. Und hier war schon einer. Oder war ich das? Na gut, geh mal raus aus dieser Gegend hier. Na, geh mal hier raus. Also doch, ich könnte mir das Spiel auf jeden Fall öfters zocken. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, das öfters zu zocken. Weil an sich bockt das Spiel und ich denke, mit Freunden wird es dann, denke ich, auch ein bisschen spaßiger. Es ist wie gesagt nicht fertig, also deswegen ist das vollkommen okay für mich noch. Das macht halt trotzdem Spaß, also ja, das nenne ich jetzt trotzdem Let's Play, das ist der erste Part jetzt. Das machen wir jetzt als Let's Play, meine Damen und Herren. Und was kriege ich dadurch? Krieg ich dadurch Cash? Ja, dann tanzen wir hier ein bisschen, ne? Geil, wir kriegen echt Cash dadurch. Awesome. Heavy Helmet, awesome, Alter, wie awesome ist das denn? Wir haben jetzt einen Level 3 Helm, okay, das steht sogar da, welches Level du hast. Als Helm. Und ich habe, glaube ich, hier hinten einen gehört. Du kannst jetzt gleich mal kommen, du Arschloch. Ich habe ein Heavy Helmet, was willst du machen? I have a heavy helmet, what are you going to do against me? Yeah. Und ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mal einen Gegner gesehen und ich glaube, hier ist einer. Da kann er gleich mal kommen. Ja, ja, ja. Yeah. An sich, ich verstehe auf jeden Fall jetzt schon so langsam das Spiel. Ja? Es ist ein bisschen. Da ist ein kleines Arschgesicht. Wo ist das kleine Arschgesicht hin? Ach, scheiß auf den. Wetten, jetzt kommt er von hinten. Mann, das Spiel ist aber auch manchmal echt kacke. Ah, ich habe, glaube ich, jetzt eine bessere Waffe. Wie viel Cash habe ich denn überhaupt jetzt? Ich habe nur 500. Ist ja voll wenig. Ach, ich muss zur Safe Zone, ich Trottel. Ah, okay, die gelbe Zone heißt wahrscheinlich, dass man, dass das hier noch die Zone, also dass das auf jeden Fall bald rot wird. Und bei rot bekomme ich wahrscheinlich Schaden. Also ich denke, gelb ist auf jeden Fall so eine Warnung. Du kannst da noch ein bisschen chillen, du kriegst keinen Damage, aber du musst halt so langsam da weg. So, wir sind jetzt unter den letzten 30. 27, awesome. Sind ein paar wohl durch die Safe Zone gestorben, die Trottel. Das habe ich sogar gecheckt und ich spiele das Spiel zum dritten Mal oder so. Das ist meine dritte oder vierte Runde, ich weiß es gar nicht mehr. Vierte Runde, glaube ich, jetzt. Und hier ist auf jeden Fall safe einer drin. Wir töten den. Komm her, du kleines Arschgesicht. Wobei, hier ist eine M16. Aber, nee, das brauchen wir gar nicht. Wollen wir eine M16 lieber als ein Hightech? Wie gesagt, eine M16 ist schlecht auf Close Range. Ich behalte erstmal die Hightech. Ich spiele jetzt erstmal nur auf Close Range. Bis wir einen Rucksack gefunden haben, dann kann ich das mir kaufen. Aber die Map ist schon ziemlich riesig dafür, dass das erst ein Alpha-Game-Spiel ist. Und die Steuerung ist eigentlich gar nicht mal so scheiße, ne? Also es ist nicht so ganz scheiße. Ja. Hat auf jeden Fall Potenzial, finde ich. Ich weiß auch nicht, warum das auf Steam ausgeglichen ist. Wie gesagt, das ist ja offensichtlich eine Alpha-Version und im Early Access, dass das nicht ganz so krass performance-stark ist,
Hätte man sich auch gleich denken können. Aber es lässt sich ja trotzdem ganz gut spielen. So, solange sie es auf jeden Fall wirklich auch dann voll releasen, finde ich, ist es auch kein Grund irgendwie. Was ist das? Ich habe eine Decoy. Okay. Ja, solange sie es halt dann releasen vollständig, ist es doch vollkommen okay. Und ich glaube, wir sind jetzt ungefähr in der Mitte. Kriegt man dadurch Cash? Hat jemand auf mein Money geguckt? Kriegt man durch diese Dinger Cash vielleicht? Und da, wir haben eine Pump... Shotgun. Nehme ich direkt mit. Ja, wir kriegen Geld durch diese Dinger. Plus one weapon slot. Dann nehme ich direkt die andere Pistole auch noch mit. Dann laufe ich jetzt erstmal mit der rum. Okay, diese Dinger kommen... Ah, okay, das sind Loot Drops wahrscheinlich. Oder was heißt hier Loot Drops? Ja doch, das sind Loot Drops. Was ist denn das für ein Sound? Wir sind unter den letzten 15, Jungs, Alter. Ich vercamp mich jetzt irgendwo noch. Vielleicht kriegt man die irgendwie down. Aber das sind bestimmt die High-End-Pro-Gamer. Müssen wir aufpassen. Okay, das hat ja jemand schon hier aufgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt vielleicht kürzlich hier war oder so. Das sind Automaten. Ist das ein Heavy Helmet? Ne, ist ein Light Helmet. Ne, M4. Brauchen wir ein M4? Denk nicht. Das ist ein M16, sorry. Brauchen wir, denke ich, jetzt erstmal nicht. Was ist hier? Light Helmet brauchen wir nicht. Oh mein Gott. Ich hatte gerade wirklich Schiss, Alter. Top Gun, was ist das denn? Aber das mit den Automaten ist auf jeden Fall von Fortnite übernommen. Außer die haben das vielleicht schon davor gehabt in dem Spiel. Weiß ich nicht, ob die das jetzt erst von Fortnite reingetan haben. Oder sowas. Viele bezeichnen diese Spieler jetzt irgendwie als Fortnite-Fake. Was ich irgendwie gar nicht nachvollziehen kann, weil das eigentlich mit Bauen überhaupt nichts zu tun hat. Sven dann eher so ein PUBG-Fake oder sowas. Als Fortnite, also ich weiß jetzt nicht, was an... Ja, wobei, also doch, hier gibt es ja auch die verschiedenen Farben. Also es ist irgendwie auch, das ist halt einfach was Eigenes. Es hat nichts mit Bauen zu tun. Du musst hier nichts bauen. Recycle. Hä, was? Fuck, ich habe keine zweite Waffe mehr. Scheiße. Wo kann ich denn hier bitte? Ich wollte das nicht recyceln. Ich dachte, das wäre was Gutes, einfach recyceln. Ist ja zum Kotzen. Müssen wir irgendwie gucken. Ich glaube, hier ist noch eine M16, ne? Dann nehme ich auf jeden Fall die M16 jetzt hier mit. Schrei nicht so. Fuck, hören die mich jetzt? Ich hoffe, die hören mich nicht. Ja, Ruhe jetzt. Ich bin unter den 12 Überlebenden. Elf! Komm, wir machen die jetzt fertig. 10, nice, Alter. Komm, let's go. Aber ich sehe hier absolut gar keinen. Ich habe nicht mal einen Kill, glaube ich. Habe ich einen Kill? Nee, ich habe nicht mal einen Kill. Ich hab nicht mal einen Kill, Alter. Ich bin so unverdient zu den Top 10. Aber gut, ich sehe auch hier keinen. Wo soll ich denn bitte lang? Ich hab doch keine Ahnung, wo die Leute sind. Außerdem will ich die ja auf jeden Fall bumsen. Jetzt kommt her. Im Nahkampf habt ihr eh keine Chance. 9. Nice, Alter.
8. Geil. Nur noch 7 umbringen. Ich sehe immer noch keinen einzigen hier. Okay, davor müssen wir uns, glaube ich, nicht fürchten. Was ist hier drin? Hier waren wir ja alles schon. Hier waren wir hier wirklich öfters. Hier ist ein Geschenkbox. Ich weiß nicht, ob da jetzt jemand auch bewacht hier gerade. Diese Drecksgeschenkbox. Aber wir sind auf jeden Fall in der Safe Zone hier. Die Safe Zone ist auf jeden Fall hier anders gemacht. Finde ich auch gut so. Also hier können wir auf jeden Fall chillen und gucken, ob wir jemanden hier sehen. Aber ich sehe absolut gar keinen. Habe ich hier jemanden gehört? Oder bin ich einfach taub? Ich höre doch hier jemanden, oder nicht? Außerdem, also die Selbstzone wird jetzt immer wieder kleiner. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt der einzige Überlebende bin. Also unter den 6. Ich habe nicht mal einen gesehen, Alter. Kann doch nicht sein hier. Bringt mich um jetzt hier, Lutscher. Oder ich komme und hole euch. Das kann ich euch garantieren. Dann hagelt's aber Schellen. Und kein Beifall. Ja, es ist auf jeden Fall eine richtig langweilige Runde. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Und wir müssen jetzt hier auch raus. Direkt. Aber gut, dass wir hier direkt am Rand schon waren. Hit the lights. It's time for a fight. Get ready for the showcase shootout. Get to the final shoutout. Okay, dann kommen wir dahin. Also wenn ich jetzt schon jemanden davor sehe, dann kann ich den umbringen wahrscheinlich und dann zählt es trotzdem. Alter, ist das Spiel kompliziert. Get to the final shootout. Hatte ich noch nie in einem Spiel. Aber ist es eine coole Idee an sich. Und, boah. Da kann man wahrscheinlich dann auch fair, ist erstmal, Alter. Ist das eine geile Waffe? Ich hab kein Geld. I have no money. Wir müssen, glaube ich, auch sehr, sehr schnell dahin. Sonst kriegen wir bestimmt Damage. Nice! Wir sind nur noch zu viert. Noch 3 Leute, die ich umbringen muss. Wenn ich überhaupt dahin sehe. Fuck, ich treffe absolut nichts. Komm her, du Wichser, Alter. Dich hab ich doch gesehen.
Alter, es ist nur noch einer. Komm, Alter. Wo bist du, kleiner Wichser? Nein! And here are all the great prizes you will be leading with. Fuck. Mann, warum hat er nicht geschossen? Naja, an sich ein cooles Spiel, wie gesagt. Was ist mein Profil überhaupt? Ich habe 3 Kills, 3 Matches gespielt. Ja, ihr seht schon selbst hier, 3 Matches gespielt. Also, ich habe euch nicht angelogen. Nichtsdestotrotz, das war's jetzt erstmal für diesen ersten Part. Das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Wir waren fast Erster, sogar im ersten Part sogar. Alter, ist das nice. Das sei so oder so unverdient gewesen. Naja, nichtsdestotrotz, morgen ist nichts mehr. Tschüss.